Goodbye, Vince. Bye. Goodbye. Have a wonderful trip. See you later, buddy. Now we're upside down. Bye, Vincent. Yeah. Everyone says bye to Vincent's camera, not Vincent. Vincent, it's got everything you need. Why don't you just live here? Look, there's an Aussie disposal right there. Should we give Vincent a beer for the road? Okay. You happy? On the plate for two beers. Nah, you've got room, man. Darling, you've always got room. Should we give Vincent a big group hug? Yeah, definitely. Thanks for coming, buddy. Thanks for everything you give to me. I'll come in. Alright, everyone come in. Bring it in. Oh, it's just amazing. Have fun in Sydney, dude. Yeah, thank you. I will miss you all. Don't cry. We're gonna do it again. Oh, don't go! Can you imagine those girls? As the trucks, like, bye. I will miss you all. Dude. Bye. See good luck. See you, maybe 2019. Yes. Awesome. Then come to Iceland. Yeah, I was thinking about it. Come to Iceland. Bye. See you. So, ich bin mal wieder auf mich allein gestellt hier. Ich sitze jetzt an einem McDonald's und gehe jetzt hitchhiken, also jetzt fällt mir das deutsche Wort dafür nicht ein. Ich strecke einen Daumen raus, stehe am Straßenrand und hoffe, dass mich irgendwer mitnimmt. Genau, dafür fällt mir gerade das deutsche Wort nicht ein. Englisch ist das Hitchhiking. Ich spreche den ganzen Tag nur Englisch und die Videos hier mache ich auf Deutsch. Das ist eigentlich irgendwie komisch. Ich bin alleine und warte jetzt noch ein, zwei Stunden, bis ich jemanden finde. Okay. Das ging einfacher als erwartet. Vielleicht die zweite Person, die ich gefragt habe, wohnt in Sydney. Und wir sind die ganze Nacht dann durchgefahren, sind um 4 Uhr früh angekommen. Und danach habe ich jetzt noch bei denen im Gästezimmer hier geschlafen. Ich werde dann suchen, ob ich jetzt noch ein Hostel finde. Ich kann noch eine Nacht länger übernachten. Vielleicht bleibe ich auch noch eine Nacht länger, bin ich noch nicht ganz sicher. Meine bisherigen Pläne sind noch eine Nacht da zu bleiben bei der Familie, mit der ich hierher gefahren bin. Und das morgen in die Stadt zu gehen, haben sich gerade eben schlagartig geändert. Ich habe gerade auf Instagram gesehen, dass ich jemanden, den ich seit jetzt 5 Jahren kenne, aber noch nie gesehen habe, zufällig auch in der Stadt ist. Und da muss man sich natürlich mal treffen. Und deswegen fahre ich jetzt noch in die Stadt und werde mich wahrscheinlich ins selbe Hostel einquartieren. Die waren vielleicht süß, die beiden. Das war echt witzig. Die haben mir zum Abschied noch ein schönes Eis geschenkt. Das war jetzt echt cool. Ich habe mich voll gefreut, dass sie mich mitnehmen konnten. Ich habe noch nie einen Australier getroffen, der nicht nett war. Das ist echt krass. Noch nicht einen einzigen. Ich will hier gar nicht weg. Ich bin jetzt im Zug. Ich hatte gerade ein bisschen Probleme, weil ich am Fahrkartenautomat stand und wollte mir eine Fahrkarte kaufen. Nächstes Jahr der nächste Automat, wo man Fahrkarten kaufen kann, ist 2 Kilometer entfernt in einem Supermarkt. Und es regnet draußen. Da bin ich halt einfach im Regen hingelaufen. Super geil. Naja, jetzt bin ich fast in der Stadt drin. Es ist auch schon fast dunkel, wie ihr seht. Ich bin in Central. Die Treppe nach unten. Schon krass, wie die S-Bahnen Doppeldecker sind. Ich habe so einen Muskelkater vom Hike auf dem Berg da hinauf. Das waren 2000 Höhenmeter. Das tut echt weh. Jetzt, wo ich außen bin, würde ich sagen, ich habe keine Ahnung mehr, wann ich dieses Video begonnen habe. Ich beende jetzt einfach mal und ich verrate euch jetzt noch nicht, wen ich treffe. Könnt ihr mal versuchen zu raten, also in die Kommentare zu schreiben. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao!